Dazu fällt mir nur eins ein. Ich hoffe, es stellt sich heraus, dass Gott eine Frau ist. Und ich hoffe, dass sie euch Männer, wenn ihr irgendwann ins Jenseits kommt, in der Hölle an euren Eiern aufhängt. Jede Ehe gründet sich auf einen Betrug. Aber bist du denn nie in Versuchung gekommen? Nein, das ist eine Frage der Willenskraft. Ich sag's dir, die ist hetero. Die ist sowas von lesbisch. Nein, hetero. Und ich sage lesbisch. Dann wird sie wohl bi sein. Hey, Soul Sister. Au, du spinnst wohl. Ihr gleicht euch ja wirklich wie ein Ei dem anderen. Geiles Macho-Schwein. Frigide alte Zicke. Nein. Ihr Männer werdet erst ab 40 interessant. Und wenn dann Gott bewahre, das erste graue Haar auftaucht, geht das Theater los. Ich sagte, ich will mit dir zusammenbleiben. Ich will auch mit dir zusammenbleiben. Schön. Sieht aus, als wäre dein Bester in den Vorruhestand gegangen. Ihr Frauen seid furchtbar oberflächlich. Man hat das Gefühl, ihr denkt immer nur an eins. Regel Nummer 1, einmal Vögel und Schluss. Regel Nummer 2, fang auf keinen Fall was mit einer Frau an, die deine Frau kennt. Worüber habt ihr gerade geredet? Und dann ist endgültig Schluss mit der Vögelei.